Hasch, Kokain, MDMA und CBD, Cannabis, Amphetamin. Es gibt immer mehr neue Drogen. Vor 10 Jahren waren es um die 100 Substanzen. Mittlerweile sind es weit über 600 oder 800, je nach Quelle. Warum ist nämlich eine Droge verboten? Gibt es gerade eine neue? Und das ist schon noch crazy, weil die sind dann zum Teil zeitweise sogar legal. Das suggeriert den KonsumentInnen, weil es legal ist, ist es weniger gefährlich. Was bedeutet das für die Leute, die Drogen konsumieren, und wie gefährlich ist das? Meine beste Kollegin ist gestorben wegen vergifteter Drogen. Gummibärli, die sind tränkt mit einem MPS-Stoff. Und wieso gibt es überhaupt immer mehr neue Drogen? Die Konsumenten, die wissen selber eigentlich auch nichts über diese Substanz, und das macht den ganzen Bereich eigentlich relativ gefährlich. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Ort, um mit Leuten über Drogen zu reden, als hier an der Street Parade. Habt ihr selber auch schon Erfahrungen mit Drogen gemacht? Ich habe schon MDMA und Kokain ausprobiert. Ich nur MD und halt Hasch. Ich bin auf MDMA so in dem Sinne. Ich kann Ihnen sagen, ich bin glücklich, mir geht's gut. Also. Kokain, MDMA, Amphetamin. Ja, ab und zu mal einen rauchen nach einem stressigen Arbeitstag. Aber sonst halte ich nicht so viel von dem. Habt ihr auch schon schlechte Erfahrungen mit Drogen gemacht? Nein, persönlich nicht, aber Leute gesehen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, definitiv. Meine beste Kollegin ist gestorben wegen vergifteter Drogen. Und man sieht halt einfach, man muss wirklich aufpassen, wo man Drogen hat, am besten gar nicht. Aber man kann es halt den Leuten auch nicht beibringen. Dass die Leute stundenlang durchtanzen mögen, hat vor allem mit MDMA zu tun. MDMA ist ein synthetisches Amphetaminderivat und hat unter anderem eine euphorisierende Wirkung. Und zum Verstehen, wieso es heute immer neue Drogen gibt, hilft es zu wissen, wie das alles mit MDMA angefangen hat. Eine der beliebtesten Partydrogen überhaupt. Er hat MDMA in den 70er gefunden, der Chemiker Sascha Schulgin. Insgesamt hat er über 200 psychoaktive Substanzen entdeckt und hergestellt. Die Möglichkeiten sind theoretisch unendlich. Und darum sagen wir ihn auch Designer-Drogen oder Research Chemicals. Heute reden wir vor allem von neuen psychoaktiven Substanzen, also kurz NPS. Und MDMA war eben auch mal so eine NPS. Die Leute, die hier an der Street Parade wissen, was für Drogen sie konsumieren, die gehen zum Drug-Check-In. Dort testen sie, was wirklich in all diesen Pillen und im Pulver drin ist. Welche Droge wird euch an der Street Parade am meisten getestet von euch? Welche Substanz? MDMA, nachher eigentlich alle Substanzen, die stimulieren, also dass man länger wach ist, dass man länger tanzen kann, dass man durchmachen kann. Da gehört zum Beispiel Kokain sicher dazu, da gehört Amphetamin dazu. Wir haben auch ab und zu ein paar exotische Substanzen, also neue psychoaktive Substanzen, ist aber eher selten an der Street Parade, dass man das testet. Was heisst das selten, dass man sich das daran vorstellen? Das ist vielleicht so im Bereich von 5-10%, also eher die exotischen Substanzen. Ja. Jetzt haben ja aber die NPS in den letzten 10 Jahren recht krass zugenommen. Wieso ist das so? Wie erklärst du dir das? Es gibt NPS, die einfach von der Wirkung her interessant sind für die Userinnen und sich wegen dem etablieren. Nachher gibt es NPS, die aus gesetzlichen Einschränkungen gewisser Länder entwickelt werden, weil beispielsweise eine bestimmte Substanz verboten wird und dann werden Alternativen entwickelt. Oder sie werden eben als günstige Streckmittel verwendet in Substanzen, die sie gar nicht reingehören. Wie läuft das bei euch genau ab, wenn ihr hier diese Substanzen testet und analysiert? Also grundsätzlich ist es so, dass man zuerst da an diesen Stand herkommt, wenn man sich interessiert dafür, etwas zum Abgeben. Das ist so unser Empfangsschalter, wenn man so will. Da hat es Informationsmaterial zu den Substanzen, da hat es aktuelle Warnungen zu Substanzen, die wir schon getestet haben. Dann gehen wir mit ihnen hierher und da ist nachher unser mobiles Labor. Man muss eine ganz kleine Menge von der Substanz abgeben. Da. Die kommt man nicht mehr zurück über die kleine Menge, weil die wird bei der Analyse vernichtet. Das Wichtigste für uns ist zu wissen, aus was ist die Substanz verkauft worden. Wieso? Weil im Drug-Checking geht es darum, abzugleichen, was ist mir gesagt worden beim Kauf. Beispielsweise, ich möchte gerne Kokain konsumieren. Bringe das hierher und dann finde ich da drin eine ganz andere Substanz, die vielleicht anders dosiert ist, die eine andere Wirkdauer hat beispielsweise. Und das ist das, was den Drogenkonsum nachher auch besonders gefährlich macht. Und kommt das oft vor? Falsch deklarierte Substanzen kommen relativ oft vor. Also die zwei grössten Risiken, die wir haben, ist einerseits eben das mit der Falschdeklaration und das andere ist, dass die Substanzen deutlich zu hoch dosiert sind. Also dass viel mehr drin ist, als ich eigentlich tatsächlich konsumieren kann.
Er hat mir dazu noch erzählt, dass er das Problem der Falschdeklaration bei NPS, vor allem bei MDMA und Cannabis, sehe. Sie haben immer mehr Proben, die als MDMA verkauft worden sind, dann aber etwas anderes drin sind. Und bei Cannabis-Proben kommt es vor, dass sie noch mit sogenannten halbsynthetischen und synthetischen Cannabinoiden versetzt sind, was den Konsum deutlich gefährlicher macht. Und was ist jetzt so deine Meinung? Also, was denkst du, wieso gibt es immer mehr neue Drogen? Ja, grundsätzlich ist Substanzkonsum ein Bedürfnis der Menschen. Gesetzgebung, Strafverfolgung ist natürlich immer ein Schritt hintendrein bei der Produktion. Und das führt dazu häufig, dass einfach, wenn eine Substanz verboten wird, dann entstehen wahrscheinlich drei neue Substanzen, die diese Lücke irgendwie auszufüllen und irgendeine später auch wieder verboten werden. Wer profitiert denn vor allem von dieser Gesetzeslücke? Also KonsumentInnen profitieren sicher nicht davon, weil Gesetzeslücken führt dazu, dass Substanzen als legal angepriesen werden, oder? Also irgendwelche halbsynthetischen Cannabinoide, die plötzlich in einem Headshop verkauft werden. Und das suggeriert den KonsumentInnen, weil es legal ist, ist es weniger gefährlich. Wenn das in den Köpfen der Leute als Botschaft ankommt, ist das sehr problematisch. Legal High ist auch ein Begriff, der für neue Drogen gebraucht wird, weil sie eben eine Zeit lang legal sind und man es dann oft auch voll easy im Internet kaufen kann. Und Behörden kommen nicht wirklich nah mit dem Verbieten von neuen Stoffen. Aber wieso ist das so? Eine neue Droge herzustellen ist eigentlich gar nicht so schwer. Also zumindest in der Theorie. Du nimmst ein Molekül, zum Beispiel das Molekül von MDMA, und änderst nur etwas Kleines an dieser Struktur. Und schon hast du eine neue Droge, wie zum Beispiel MDEA, die ähnlich wirkt. Und es war sogar ein paar Jahre länger legal als herkömmliche MDMA. Die Schweiz und andere Staaten haben gefunden, dass sie etwas dagegen machen müssen. Und so haben sie angefangen, nicht nur einzelne Drogen, sondern gar ganze Stoffgruppen zu verbieten. Das hat in der Schweiz ein bisschen etwas gebracht, aber das Problem ist gleich noch nicht ganz gelöst. Das siehst du gut am Beispiel von Drogen, die künstlich aus CBD hergestellt werden. Weil eben CBD legal ist, kann man nicht die ganze Stoffgruppe verbieten. Ein von diesen Stoffen ist HHC. Und kaum ist das verboten worden, ist HHCP gekommen. Und das kann man aktuell legal kaufen, zum Beispiel in diesem Shop. Und da steht sogar, die Substanz HHCP wurde vom Betäubungsmittelgesetz zurzeit weder erfasst noch geregelt. Damit darf die Substanz in der Schweiz legal vertrieben werden. Das Drug Check-In warnt übrigens vor dieser Droge, weil man noch nichts über sie weiss. Wahrscheinlich wird sie aber nicht lange legal bleiben. Die Behörden prüfen nämlich gerade, ob sie sie verbieten wollen. Gut möglich, dass dann das ganze Spiel wieder von vorne anfängt. Gut, dann bestell jetzt mal das HHCP. Da brauchen wir nämlich dann später in dieser Reportage noch. Ich treffe jetzt den Leo. Eigentlich heisst er anders, er will aber anonym bleiben. Er hat nämlich schon x verschiedene Drogen ausprobiert und darunter auch recht viel unerforschte NPS. Und ich will jetzt von ihm wissen, was er so für Erfahrungen mit dem gemacht hat. Wie viele verschiedene NPS hast du schon ausprobiert? Also ich habe immer eine Liste geführt. Alles in allem sind es jetzt nahezu 90 verschiedene Substanzen, die ich ausprobiert habe. Und da kannst du einfach abscrollen. Wüsstest du überhaupt noch, wie die gewirkt haben? Ja. Bei allen? Bei allen. Haben dir die herkömmlichen Drogen wie nicht gelangt? Ja, es ist. Ich hatte halt wie so einen Entdecker dran. Und da wollte ich herausfinden, wenn man nur zum Beispiel bei einem Molekül so eine kleine Veränderung macht, wie sich das dann auf die Wirkung auswirken tut. Und quasi auch herausfinden, zu was mein Verstand überhaupt in der Lage ist. So. Und hast du nie irgendwie Angst gehabt, dass dich mal komplett umhaut? Mal, das war einmal der Fall gewesen, an einer Silvesternacht, wo wir viel Alkohol getrunken haben. Und dort habe ich dann auch ein NPS noch dazu konsumiert. Dort war ich kurz davor, eigentlich den Notruf zu holen. Ich habe zuerst einmal gemerkt, dass es in den Fingern und in den Füßen anfängt zu kribbeln. Und das ist dann immer stärker geworden. Das Herz war am Rasen und ein Beto. Und wahrscheinlich, wenn ich die Augen zugemacht hätte, wäre ich dann auch ohnmächtig geworden. Hast du also auch ein bisschen Panik gehabt? Ein bisschen schon, ja. Wie oft konsumierst du NPS? Bis vor eineinhalb Jahren hatte ich so eine Phase, in der ich schon täglich eigentlich konsumiert habe, mit weniger Pause. Jetzt aber seit einem Jahr nur noch sehr gelegentlich, alle zwei, drei Monate mal. Okay. Und was du jeden Tag konsumiert hast, dort, also kannst du sagen, bist du dort abhängig gewesen? Ja, ich würde nicht sagen
abhängig von irgendeiner Substanz, aber quasi abhängig nach dem Rauschgefühl an sich. Ja. Ich habe sicher auch von 10 Leuten mitbekommen, die gestorben sind. 10? Ja. Das hat mich schon schockiert, wie schnell das geht. Aber dazu braucht, dass du komplett aufhörst, hätte ich das nicht. Nein, nicht wirklich. Probierst du denn jetzt noch neue NPS aus? Ich habe eigentlich jetzt wie diese Phase zum grössten Teil für mich abgeschlossen. Allgemein Qualität ist aber gegangen. Es gibt halt auch viele Sachen, die man nicht aus Versehen nehmen will. Wir sind auf dem Weg zum Zoll. NPS werden nämlich fast nie in der Schweiz hergestellt und kommen häufig aus dem Ausland per Post. Da sind wir jetzt im Zollbereich. Ja, das ist quasi der Grenzübertritt. Wir legen eigentlich immer Handschuhe an, weil man weiss nicht ganz genau, was in diesen Päckchen drin ist. Und ich tue jetzt hier aussortieren. Die Transporteure sind ja clever genug und haben immer mehr Ideen, wie sie es tarnen können, dass wir es eben nicht finden. Das ist ja klar. Aber das ist das, was spannend ist. Also das ist jetzt von der letzten halben Stunde, die wir bezeichnet haben. Jetzt nehmen wir den mal mit und schauen, was wir da finden. Man sollte sich nicht aufs Produkt konzentrieren, sondern auch, was ist da. Ja. Du traust jetzt dem Buch nicht unbedingt geben. Nein, den traue ich überhaupt nicht. Also die Verstecke, die wir in den Büchern so ein Stück rausgeschnitten und dann ist dann da drin. Ah, da gibt's wirklich, das ist nicht nur in der Film? Nein, das ist etwas Häufiges. Gummibärli. Wir haben in letzter Zeit vermehrt aufgegriffen mit Gummibärli, die betäubungsmittelhaltig sind. Die sind tränkt mit diesen NPS-Stoff. Okay. Jetzt müssen wir es mal genau anschauen. Okay. Das ist jetzt eine Übersicht der aktuellen Fälle, die jetzt uns vorliegen. Da haben wir Pilzli, wo man das selber züchten kann. Da haben wir Gummibärli. HC ist da drin. Okay. Es wird so aufgemacht, es wird so verkauft. Der Konsument bestellt das genau wegen dem. Ja. Eine kleine Sendung mit Amphetamin. Mhm. Dann haben wir den Klassiker, das Kokain. Ja. Dann haben wir hier etwas, das vermeintlich gut verpackt ist, also ein Spiel. Und wenn wir es dann aufmachen, kommen dann natürlich andere Sachen. Ah, da ist jetzt richtig versteckt. Sachen führen. Ja. Also wirklich. Das sind jetzt Säume. Ja, genau. Es sind super viele Plastiks. Ja. Aber dann können wir eigentlich auch easy, sag jetzt mal, Drogen in so Plastiksäcke verpacken. Ja, also es gibt natürlich alles. Ja, genau. Also das ist kein Hinweis für uns, wie es verpackt ist. Was ist denn ein Hinweis für euch? Also mehrere Sachen. Und auch ein bisschen darauf an, welcher Trend gerade jetzt ist. Also manchmal hat es wirklich so etwas Neues und dann ist das plötzlich wieder weg. Ja. Also es sind so Phänomene, sind so Wellen. Und das ist das Interessante, dass wir das erkennen müssen. Dass wir dann so viele Aufgriffe wie möglich generieren, bis dann wieder das Nächste kommt. Ja, also sie passen sich auch an Trends an. Ja, und sie sind sehr schnell. Da. Also ist es schwieriger geworden für euch? Ja, es ist wirklich schwieriger geworden, es ist anspruchsvoller geworden. Auch gibt es immer neue Zusammensetzungen von Drogen. Ja. Und dann melden wir das und dann wird es analysiert. Und in dieser Zeit haben sie schon wieder irgendeine neue Zusammensetzung. Und dann müssen wir halt wieder von vorne anfangen. Ja. Das ist das Spiel, das wir den ganzen Tag betreiben. Welcher Anteil von Drogen, die in die Schweiz kommen, kommt über den Postweg? Also was wir haben, es sind kleine Mengen da und es sind viele neue Sachen, neue Substanzen. Wir gehen davon aus, dass wir ein bisschen der Versuchsbereich sind. Also man schickt die Drogen und schaut, wie die auf dem Markt ankommen. Und wenn es gut ist, gehen wir davon aus, dass sie auf anderen Kanälen kommen, in grösseren Mengen dann. Und wenn es nicht gut ist, kommt es einfach nicht. Also es hat viele Sachen, die bei der Betäubungsmittelliste gar noch nicht gelistet ist. Wir haben bei Swissmedic nachgefragt, das ist die zuständige Behörde. Und von hinten wollen wir wissen, was sie dazu sagen, dass Behörden beim Verbieten immer einen Schritt hinein sind. Sie antworten recht erwartbar und schreiben uns, dass die Schweiz Substanzen schnell und wirkungsvoll verbiete und so verhindert werde, dass die Schweiz international zur Drehscheibe für neue psychoaktive Substanzen wird. Wenn sie am Zoll nicht erkennen, was für eine Drogenasse es ist, dann kommt sie hier an, als Forensisches Institut Zürich. Da haben sie ein eigenes Labor, das sie im Auftrag vom Bund eben so NPS analysiert. Und ich habe jetzt hier
HHCP dabei, die wir im Internet bestellt haben. Und das werde ich jetzt hier mal testen. Und ich frage mich auch, ob wirklich das drin ist, was da drauf steht. Eigentlich dürfen wir ja da innen nicht filmen, aber wir haben eine Ausnahmebewilligung bekommen. Das heisst, wir sind das erste Kamerateam in diesem Labor. Schmeckt schon recht nach Gras drin. Wir untersuchen relativ viel Cannabis und wir haben zwar hier einen Abluft drin, aber im Raum schmeckt man es doch ab und zu. Ja. Was wir bis vor kurzem sehr häufig gesehen haben, ist das sogenannte HHC. Also da haben wir einerseits die E-Zigarettenkartusche, also Vape, und da wären das Gummibärli. Mhm. Ja, weil ich habe ja auch etwas dabei. Das sollte zumindest HHCP sein. Und ich habe mich gefragt, ob wir das mal analysieren bei euch. Ja, sicher. So haben wir das Produkt noch nie gesehen, darum ist es sicher spannend, das zu untersuchen. Cool. Aber jetzt rein optisch, erkennen Sie schon etwas? Das erkennt man optisch nicht. Das könnte sein, dass wenn sehr viel drauf ist, dass es mal, die Blüten sehr klebrig sind. Jetzt in diesem Fall sieht es aus wie normales Cannabismaterial. Das ist ein Lösungsmittel, das ich dazu gebe, wo die Substanzen eigentlich vom Cannabis anlöst. Und dann sieht das so leicht gelblich mal aus. He? Die Geräte die trennen einzelne Substanzen voneinander, sodass man sieht, was alles in dieser Droge drin ist. Jetzt müssen wir einfach warten. Jetzt müssen wir einfach warten, genau. Ja. Wenn ihr jetzt auf eine neue Substanz stoßt, wie verfahren ihr weiter? Also wir schauen aber zuerst, können wir die wirklich ganz genau identifizieren? Haben wir Analogien zu anderen Substanzen, die man schon kennt? Und wenn man das hat, dann melden wir das den entsprechenden Stellen beim Bund eigentlich melden. Kaum ist eine Droge oder Substanz verboten, kommt die nächste. Ist das nicht auch ein bisschen frustrierend? Das ist halt einfach ich sage jetzt mal, der Lauf der Zeit, weil die Produzenten versuchen natürlich möglichst legal in einem legalen Bereich ein Produkt anzubieten. Nein, ich würde sagen, es ist einfach herausfordernd. Was ist denn in Ihren Augen so die Problematik bei dem Ganzen? Also die ganz grosse Problematik ist bei diesen NPS eigentlich, dass man fast nichts weiss über diese Substanzen. Und die Konsumenten, die essen die, rauchen die. Und sie wissen selber eigentlich auch nichts über diese Substanzen. Und das macht den ganzen Bereich eigentlich relativ gefährlich, weil man eigentlich nichts weiss. Also ein ziemlicher Wald da. Wir haben als Hauptkomponenten eigentlich das CBD, das Cannabidiol. Das war auch zu erwarten. Wir haben eine Cannabispflanze. Und wenn es sogenannte Industriehanf ist, dann ist das die Hauptkomponente. Als zweites haben wir ein bisschen das Tetrahydrocannabinol drin, das THC. Das würde man auch erwarten, weil das darf es ja dann haben bis maximal 1%. Okay. Oberhalb ist es dann ein Betäubungsmittel. Also es hat auch HHCP drin, das sehen wir jetzt hier. Mhm. Das ist HHCP. Und da haben wir ein HHC-Acetat. Es ist nämlich jetzt da gar kein, das ist jetzt zum Beispiel nicht deklariert gewesen. Ah, das ist jetzt da nicht drauf. Nein. Und das ist noch legal in der Schweiz? Nein, HHC-Acetat ist nicht legal. Okay. Also das heisst, es stimmt gar nicht, wie Sie auf der Homepage schreiben, dass es legal ist? Nein. Das, was ich hier gebracht habe? Nein. Gut, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte es auch nicht gerade, aber ja. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, lasse ich die Droge rein. Das würde ich auch machen. Okay, cool. Vielleicht war ich ein bisschen naiv, aber ich hätte jetzt wirklich nicht erwartet, dass ich mit der illegalen Droge hier reinlaufe. Wir haben Jobbetreiber damit konfrontiert, dass sie eine illegale Substanz verkaufen. Und sie schieben die Verantwortung auf ihre Lieferanten ab. Sie sind davon ausgegangen, dass sie vertrauenswürdig sind. Aber sie hätten dann merken, dass der Markt extrem unseriös ist und viele Formeln geheim gehalten werden, um eben so ein Verbot umzugehen. Und auch das Produkt, das wir gekauft haben, verkaufen sie mittlerweile nicht mehr in ihrem Shop. Es gibt immer neue Drogen, weil es KonsumentInnen wie der Leo gibt, die möglichst viele Substanzen ausprobieren wollen. Aber auch, weil Händler und Lieferanten versuchen, das Verbot umzugehen und sich einen Wettlauf mit dem Gesetz liefern. Dass bei dieser Droge, die wir bestellt haben, eine illegale, undeklarierte Substanz drin war, zeigt, wie gefährlich der Konsum von NPS ist. Du weißt nämlich nicht genau, was drin ist, du weißt nicht, wie es dosiert ist und darum weißt du auch nicht, was es mit dir macht. Abonniert doch gerne unseren Kanal und schaut hier in diese Reportage rein von REC. Da sind sie nämlich der Frage nachgegangen, wieso Leute LSD microdosen.